with fire came disparity. Hallo, willkommen zu einer neuen Ausgabe von Let's Play Dark Souls mit ohne Skill. Wir waren das letzte Mal in Anor Londo. Dann habe ich mich noch entschieden, rette ich doch nochmal den Logan, was da so semi-gut gelaufen ist. Aber das habt ihr ja dann in den Zusammenschnitt gesehen. Ja, ich hoffe, wir sind stark genug für Anor Londo. Es hätte sein können, dass wir vorher noch ein Ember irgendwo in diesem Root Garden irgendwas einsammeln hätten können. Haben wir aber nicht gemacht. Jetzt hoffe ich, dass unsere Waffen stark genug sind. Wir werden es ja sehen. Gehen wir gleich mal rein. So. Ich mache das hier mal ein bisschen leiser. So, ich hoffe, dass ich hier für so heute etwas vorankomme. Sehen wir. So. Ja, geben wir unser Bestes und dann sehen wir. Wir haben gerade My Hero Academia zu Ende geguckt. Was hältst du von My Hero Academia? Finde ich immer noch gut. Haben wir schon mehrfach in den Folgen angesprochen. Du wolltest über Battlefront 2 reden. Oh ja, stimmt. Okay, irgendwie macht der Typ nichts. Dann soll er von mir jetzt noch da bleiben. Ja, Battlefront 2 ist ja jetzt released. Ist vielleicht ein bisschen blöd, wenn das Video dann hier irgendwann auf YouTube ist, ist das wahrscheinlich alles schon wieder ein alter Hut, aber ja, EA, der Drecksverein, hat wohl gekriegt, was er verdient hat. Die haben das mit den Lootboxen zu weit getrieben und dann gab es ja auf Reddit diesen ganzen Shitpost und irgendwie die meisten, also EA hat irgendwie, als sie erklärt haben, warum sie das mit den Lootboxen machen wollten, wohl die meisten Downvotes in der Geschichte von Reddit bekommen und das hat jetzt wohl auch dazu geführt, dass sie diese Lootboxen erstmal aus dem Spiel genommen haben, mehr oder weniger. Also vorläufig, die werden die wahrscheinlich in irgendeiner Art und Weise wieder einbauen. Also Pay to Win ist wohl noch nicht ganz vom Tisch. Und hat aber jetzt wohl auch schon dazu geführt, dieses ganze Debakel, dass sie weniger Einnahmen gemacht haben, als sie erhofft haben. Also das Spiel hat sich wohl irgendwie deutlich schlechter verkauft. Also im Gegensatz zum Vorgänger, ich glaube laut, also ich weiß nicht, es geht jetzt irgendwie, die haben die Verkäufe in der UK wohl irgendwie veröffentlicht und das sind wohl nur 60% im Gegensatz zu Battlefront 1. Nicht so viel. Nee, ist nicht so viel und also zumindest jetzt also innerhalb des ersten Wochenendes, davon geht man jetzt aus. Und es ist jetzt auch nur die UK, aber man kann davon ausgehen, dass das dann wohl bei den in anderen Ländern auch ähnlich aussieht und mich macht's schon irgendwo so ein bisschen glücklich. Denn EA, they had it coming, wie man so schön sagt. Sie haben es schon seit Jahren, treiben sie es in die falsche Richtung und treiben es zu weit mit den Gamern. Und jetzt haben wir wohl mal gezeigt, dass man vielleicht immer was tun kann dagegen. Und ich werde das auch nicht unterstützen. Also ich war tatsächlich zu Beginn des Jahres noch relativ interessiert an Battlefront 2. Mittlerweile will ich mit dem Scheiß ehrlich gesagt nichts mehr zu tun haben. Der Ton ist doch ein bisschen schlechter. Ich habe hier gerade neue Boxen installiert und der Ton klingt ein bisschen dumpfer, weil die alten Boxen sind, die haben mir irgendwie den Geist aufgegeben, beziehungsweise eine. Wir haben jetzt hier einen NPC, ich werde mal ein paar Worte mit dem wechseln. Ich hoffe, der Ton taugt was. Well, you are a rare visitor. Welcome to the Lost City of Anor Londo, chosen undead. If you seek Lord Gwyn's old keep,
Exit here, but head straight yonder. If you are the chosen one, a revelation shall visit thee. What follows thereafter depends upon you. What is it? What am I? Well, I am the keeper of the bonfire. If not for me, what beacon would there be in this lost city? A gatekeeper and a guide. That is my crime. Ich glaube nicht, dass wir noch eine... Nee, eine Fallkeeper sollen wir nicht mehr, nein. So, ich setze mich mal kurz hin. Bräuchten 15.000, das können wir hier nicht. Ich frage mich, ob wir das Bonfire kindeln können. Wir haben nur ein Humanity, das sieht nicht gut aus. Vielleicht hätte ich die Dinger doch ein bisschen aufsparen sollen. Ausgerechnet in Anor Londo. Naja gut, muss reichen. So, ich werde mal kurz da hinten lang gehen. Da gibt es noch ein paar Chests. Ja, ist schade. Ich hatte mich tatsächlich einigermaßen auf Battlefront 2 gefreut. Da ich mich nie so damit groß beschäftigt habe, da ich Battlefront 1 sah, das ziemlich scheiße sein soll. Ja. Und du mir erst kurz überrascht erzählt hast, Battlefront 2 wird eventuell gut, hatte nicht viel Zeit, mich zu freuen. Also mir ist es ehrlich gesagt ziemlich Wurst. Der erste Teil hat mich null interessiert. Man nicht kämpfen, wusste man nicht. Ja, der erste Teil hat mich null interessiert, weil er halt keine Singleplayer-Kampagne hat und Multiplayer hat sich nur auf Online beschränkt und mit Online habe ich ehrlich gesagt nichts am Hut. Ich hätte mich auf einen Splitscreen hätte ich mich gefreut. Den wird's im zweiten geben. Allerdings, scheiße. Wahrscheinlich nur beschränkt auf so ein paar irgendwelche Multiplayer-Missionen. Man hätte ja vielleicht auch mal die Kampagne so machen können, dass man sie hätte zu zweit durchspielen können. Ja, das ist mir wieder alles zu halbgar. Ist nicht mein Ding. Ich weiß, da bin ich wahrscheinlich dann das falsche Publikum für Battlefront, was ja im Prinzip so ist wie ein Battlefield. Ist ja auch von den gleichen Machern. Aber das alte Battlefront 2, das hat mir damals gefallen. Ist wohl... Ich glaube, da bin ich bei EA einfach beim falschen Publisher. Die haben ja gesagt, dass sie nur noch an Krams interessiert sind, der möglichst entweder eine Open World hat, in der man so, weiß nicht, Lootbox-Kram besser einbinden kann, oder online, in dem man auch Lootbox-Kram besser einbinden kann. An anderem Scheiß sind die nicht mehr interessiert. Das ist auch der Grund, warum es mit BioWare seit Jahren bergab geht. Warum Mass Effect Andromeda so ein Reinfall war. Das sollte ursprünglich gar nicht Open World werden, aber sie haben BioWare dazu gezwungen, es Open World zu machen. Und ja, so reiten sie dann ein Franchise nach dem anderen in den Abgrund. Sollen sie von mir aus machen, ist egal, dann werde ich wohl, so wie es aussieht, nie wieder ein Star Wars Spiel spielen können, weil EA die Exklusivrechte an Star Wars hat, zumindest was Videospiele betrifft. Dumm gelaufen. Obwohl das ja möglicherweise vielleicht nicht immer so bleiben wird. Denn Disney hat von dem ganzen Debakel mit den schlechten Verkäufen und der schlechten Publicity jetzt Wind bekommen und hat zu EA gesagt, wisst ihr was, wenn das so weitergeht, dann nehmen wir euch die Exklusivrechte an Star Wars weg. Ich hoffe, es wird passieren. Ja, das klingt vielleicht ein bisschen unprofessionell und unsportlich von mir, aber ist mir ehrlich gesagt scheißegal, wie das klingt. Der Drecksverein hat es echt nicht besser verdient. Da müssen wir noch nicht lang. Ich glaube, wir haben bald... genug Seelen fürs Aufleveln, deshalb... Oh, okay, ja, haben wir. Ich
steckt mal lieber was in Vitality. Weil für das, was uns bevorsteht. So. Keine Ahnung, ob wir es heute noch bis zu Ornstein und Smo schaffen. Wir können es versuchen. Gibt ja noch was. Ja, hier sind Bell-Gargoyles einfach irgendwelche 0815 Gegner. Oh nein. Cool, ich habe den Schwanz abgeschlagen. Das habe ich auf dem Turm habe ich das glaube ich nicht geschafft. Das hat glaube ich Draklons gemacht oder irgendwer. Aber jetzt sieht man mal, wie viel stärker man jetzt schon ist, dass man den einfach so relativ problemlos wegkloppen kann. Der ist jetzt nicht irgendwie schwächer oder so als der auf dem Dach gewesen. So, hier kommt man nicht weiter. Das ist so der Moment, wo dann jeder, der das zum ersten Mal spielt, nicht weiter weiß. Aber wenn man sich umdreht und richtig hinguckt, merkt man, da ist eine Treppe. Ich hoffe, das ist kein... Nee, gut. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich weiß nicht, ob hier noch was war. Nee, gut. Dann können wir jetzt hier weiter. So, warte, bevor ich da jetzt lang gehe, will ich mal kurz was in Options gucken. Camera Auto Lock und Camera Auto Wall Recovery. Ich glaube, die schalte ich mal aus, weil es gibt so ein kleines Problem manchmal, wenn man versucht, über so Sachen zu gehen und dann irgendwie so eine Wand da vor ihm ist, dann könnte es sein, dass sich die Kamera auto korrigiert und man versehentlich runterlatscht irgendwo von dem Dach. Deshalb hoffe ich, dass das jetzt nicht der Fall ist. Aber gut, ja, hat geklappt. Ja, okay. Oh nein. Wow. Habe ich noch einen Bogen? Habe ich noch Pfeile? Ja, habe ich. Ich versuche den mal hierher zu locken. Okay, das geht immer. Toll. Ganz toll.
Ja, okay. Wir können. Ich glaube, der lebt noch. Hast zumindest keine Seelen Das gekriegt. stimmt. Ob der den Sturz echt überlebt hat? Du hast dann keine Seelen gekriegt. Stimmt, keine Ahnung. Ich weiß nicht, vielleicht hat der irgendwie das überlebt. Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, aber. Komisch. Naja, egal. Hoch kommt der jetzt nicht. Er ist jetzt da unten. Wahrscheinlich wieder nichts bringen. Scheiße. Ah! Schnell bevor es werfen kann. Ja, gut. Da hinten ist er auch runtergegangen, da Ja, hinten. der ist irgendwie da runtergeklettert. Oh nein. Alle in seinem Schritt. Da gehören sie hin. Nur keine Nachrichten mit Amazing Chest Ahead. Okay, ungewöhnlich. Jetzt sehe ich gerade das Ding. Wie komme ich denn da hin? Ach so, er ist da unten irgendwie. Okay. Warum hängt der jetzt da? Das soll er da bleiben? Tut er aber nicht. Scheiße. Nein, nicht so kurz vor Schluss. Dreck. Oh nein, nein, bitte nicht jetzt. Ich bin doch schon fast drüber. Scheiße. Ja, bitte fall einfach. Ich glaube, ich gehe erstmal hier durch und versuche mal einen Shortcut freizuschalten. Kann ich das schon? Kann ich noch nicht. Jetzt muss ich nur nachdenken, ob wenn ich jetzt irgendwas aktiviere, dass ich dann auch wieder leicht zurückkomme. Ich kann mich nicht erinnern. Ich schalte einfach erstmal irgendwie. Oder ich gehe erstmal hier runter. So. Scheinbar noch nichts. Okay, das war wohl umsonst. Da unten könnte man irgendwann hin, aber ich glaube jetzt noch nicht. Oh nein. Schönes Ding. Denke mal, hier komme ich noch nicht durch.
Ah nee, doch, jetzt bin ich tatsächlich hier unten. Okay, hat sich erledigt. Was war denn dann die Treppe da vorhin? Ach. Jetzt ist die Frage, erstmal Ornstein und Snow oder erst da hinten hin? Na, jetzt sind wir schon hier, jetzt können wir auch da lang gehen. Oh, nein, 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 nein. Jetzt wird's interessant. Du erinnerst dich vielleicht noch, als wir das letzte Mal in dem Asylum diese komische Puppe eingesammelt haben? Ganz mal im Anfangsgebiet. Ich kann mich an keine Puppe erinnern. Weißt du noch, als du gegen den Black Knight kämpfen musstest? Ja. Da wollten wir doch wieder in die Zelle zurück, wo wir am Anfang gestartet haben beim Spiel. Und da haben wir so eine Puppe eingesammelt. So eine Peculiar Doll. Können wir nicht erinnern. Auf jeden Fall, die brauchen wir jetzt hierfür. Denn ohne die würden wir hier nicht reinkommen. So, jetzt sind wir in der Painted World of Ariamus. Gott, ich komme mit dem Lautsprecher noch nicht klar. So, und hier sind wir jetzt tatsächlich erstmal gefangen. Hier kommen wir so nicht wieder ohne weiteres raus. Nicht genug.
Okay. Müssen wir erstmal gucken. Ich sehe meinen imminenten Tod schon voraus, weil irgendwie schaffe ich es hier nie in einem Stück durch. Vielleicht klappt es ja diesmal. Nein. Oh shit. Wow, okay. Ah nein. Scheiße. So viel dazu. Ich glaube, hier links ist direkt auch einer. Oh nein, das sind so viele. Zieh dich besser zurück. Oh nein. 17.000. Das ist immer schwierig. Das sind zu viele. Das sind einfach zu viele. Ja, das war. Wüsste man ja nicht, worauf man sich konzentrieren muss. Halt einen, weiß nicht, einen rauslocken und dann wieder. Es waren vier auf einmal, also die wurden ja alle gleichzeitig getriggert. Tja, dann lieber erst besser wieder zurückziehen oder irgendwie sowas. Oh. Das kann ja nur, also du kannst ja gar nicht schaffen. Das ist ja extra dafür gemacht, dass du es nicht schaffen kannst. Es gibt keine Strategie, um das hinzukriegen. Also immer auf einmal kommen. Du lässt einem keine Chance, dass man irgendwie mal wachsen kann oder Platz zum Verbessern. Würde ich so nicht sagen, weil wenn man da einen Gegner sieht, der da so offensichtlich im Feld steht, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass direkt hinter dieser Ecke vermutlich noch mehr sind. Ja, aber soll man das wissen? Man kann ja nicht. Ne, man kann es nicht wissen, man muss es ja voraussagen. Man muss im Prinzip den hier machen und dann sofort wieder zurückspringen. Und schon hat man einen rausgelockt. Das kann man ja gar nicht wissen, das sind ja so. Ja, du regst dich immer über das selbstgemachte Mario, aber ich sehe da zwischen Dark Souls keinen Unterschied. Es soll lockt einen Fallen. Böse und muss Böswilligkeit sein. Nee, das ist ja nicht Dark Souls 2. Kann ich zu sagen, habe ich nicht gespielt, Dark Souls 2. Ach, die Typen sind übel. Von dem Blut darf man sich nicht erwischen lassen.
Tschüss. Schaffen. Vielleicht sollte ich erst die Tür da hinten öffnen und dann den ganzen Scheiß hier einsammeln. Ist vielleicht gar nicht so dumm. Ich versuche möglichst schnell da hinten hinzukommen. Oh nein, sie haben mich erwischt, Scheiße. Ah, fuck. Hab ich noch was? Ja. Ah, Dreck. Mach ich den lieber erstmal fertig. Oh, ich will nochmal Toxin zuziehen. Okay. Nein, jetzt habe ich beide gegessen. Scheiße. Dreck, das darf mir jetzt nicht nochmal passieren. Okay, gucken wir mal, ob wir die Tür öffnen. Irgendwie da runter. Das war falsch. Da. Ach so, nee. An denen laufe ich mal besser vorbei. Kriege ich das Tor hier auf und dann muss ich das... Nee, doch, es geht. Oh, okay. Dann ist jetzt wenigstens schon mal die Abkürzung freigeschaltet. Von jetzt an können wir das Ganze etwas ruhiger angehen. Thank you.
Wenn wir denn lebendig wären, würden wir jetzt hier, glaube ich, invaded werden, aber... Nein, na, oh, okay, damit habe ich nicht gerechnet. Das ging dann doch schneller, als ich dachte. Jetzt kannst du. Dadurch. Und unsere Seelen lagen rechts. Irgendwo hier liegen die. Ich glaube da hinten. Oh verdammt, ich hatte ja umgedreht. War ich aber gar nicht. Hier rechts? Ach da. Oh. Sind die das? Nee, das ist einfach irgendein Item. Wo sind die denn? Da hinten. Ach, da hinten. Oh fuck, es sind zu viele. Wenn man noch bespringen könnte. Ich hab dich gesehen. Hochlaufen. Wäre jetzt wieder das Ding gewesen oder springen? Also jetzt mal Scherz beiseite, irgendwo bleiben ist der Spaß aber nicht auf der Strecke. Weil du stirbst sowas von grundlos. Du bist ein Abhang runtergerollt, weil dieser Scheißcharakter, diesem Drecksspiel, zu dumm ist, zu springen oder einfach mal wo hochzulaufen. Du musst da krasse Tasten, du musst erst 10 Kilometer rennen, damit du springen kannst. Naja, die Regeln des Spiels kennst du ja. Ich bin schon wieder gestorben, weil ich es in diesem von Gott verfluchten Spiel nicht geschafft habe, einen scheiß 30 cm hohe Ebene hochzugehen. Ich hab es geschafft, eine Ecke hochzurollen. Aber das ist schon geschummelt. Also ich gebe diesem Spiel offiziell eine wirklich schlechte Note. Ich habe keinen Spaß daran. Es ist der pure Horror, weil man nur stirbt. Man stirbt sowas von grundlos. Es ist scheiße. Es ist nicht mal so wie in Jingles Xenoverse, dass ich sage, oh, ich bin gestorben. Der NPC war einfach stärker. Er hat besser und durchdachter gekämpft. Oder dass es wie in Age of Empires ist. Ja gut, der Gegner hatte die bessere Strategie. Er hat mich überrannt. Nein, du stirbst aus Kackgründen. Na gut, ich meine, die Tatsache, dass man nicht irgendwo hochspringen kann, ist ja mittlerweile eigentlich klar. Man muss halt immer auf seine Umgebung aufpassen. Aber ich kann nicht auf 12 Sachen gleichzeitig aufpassen. Das Spiel muss aber auch irgendwo eine Chance lassen, dass man sich verbessert. Man muss ja mal so... Das tut es ja. Nee, stirb oder stirb halt auf eine andere Art. Es ist also... Deswegen sind ja die Seelen nicht mit einem Schlag weg, sondern man hat ja immer noch die Möglichkeit, sie wiederzuholen. Das ist doch so mal eine Drachenjagd, aber was mit der Seele nie wiedersehen wird. Na gut, wenn man mit der Einstellung dran geht, dann wird man sie nie wiedersehen. Aber da war ich auch schon. Ich habe das alles schon hinter mir bei Dark Souls. Alles schon hinter mir. Es ist ermüdend. Es ist auf Dauer sowas von ermüdend. Soll ich es alleine weiterspielen? Drehen wir die Folge erstmal zu Ende. Müssen wir ja nicht hier vor der Kamera quatschen.
Oh, warum gehe ich eigentlich hier hoch? Wo ich doch gar nicht lang. Ich bin jetzt heimlich gegangen. Ja? Ich habe nachgedacht. Dann kam zu dem Ergebnis, dass ich glaube ich auf Gottes Inhalt nicht so sehr hasse wie dieses Spiel. Ja, Dark Souls ist wohl oder übel nicht für jeden was. Das lässt sich nicht bestreiten. Da hinten gibt es nichts mehr. Aber das macht dann tatsächlich, auch wenn sich das jetzt ein bisschen widersprüchlich anhört, ein gutes Spiel auch aus, weil es keine Kompromisse eingeht. Es bietet sich tatsächlich nicht an. Also wenn man eins von Dark Souls behaupten kann, dann, dass es sich garantiert nicht anbietet. In keinster Weise. Oh, wo kommt der Schuss her? Der Spieß hochgelaufen, Granaten fällt. Das ist richtig, ja. Das kann ich nicht bestreiten. Oh, das ist noch ein Ding. Wo liegt das jetzt? Okay. Oh. Kommen wir jetzt in die komische Kanalisation. Oh ja. Ah, die besten Gegner im Spiel. Oh nein, gleich zwei. Das muss ich aber schnell machen. Okay, und der dritte. Bitte nicht noch einen vierten. Bitte nicht noch einen vierten. Ah, gut, der hängt fest. Für die anderen Gegner gilt die gleiche Regel übrigens auch. Die können auch nicht einfach dauern. Das ist auch so eine Sache, dass es schon schwer, sein Bein hochzureißen und 40 cm hochzusteigen. Das kann man auch von kaum fallen. Außer wenn du wirklich gut. In welcher Hinsicht waren Computerspiele je 100% realistisch? Ich meine, wenn es danach geht, dann kannst du, wenn wir jetzt von Xenoverse ausgehen, da kannst du in der Oberwelt auch nicht springen, oder? Du kannst da springen, aber du kannst irgendwie, keine Ahnung, zum Beispiel in dieser Oberwelt kannst du irgendwie nicht kämpfen. Ich verstehe, warum man es macht. Weil es ist ja nur eine Oberwelt. Und man. Oh nein, ich bin voll drauf reingefallen. Cool. Aber deswegen finde ich Xenoverse tatsächlich als Open World-Ding gar nicht mal so schlecht. Das sehen bestimmt eine Menge Leute anders. Weil es so mittlerweile schon zu viele Open World-Spiele gibt, aber. Solange man es richtig macht. Das Ding hier noch, ja. Gut.
Oh, schön, Humanity. Das ist gut. Das ist sehr gut. Hier wollte ich lang. Eben diese Teufellinie hinten. Oh nein, der ist hinter mir, oder? Ich wusste es. Oh, scheiße. Immerhin habe ich die Seelen eingesammelt. Gut, da weiß ich, dass ich jetzt zu den Typen nicht mehr gehe. Crazy in Memphis. Hatten wir ihn schon mal? Bist du neu? Bezieht sich auf Game-Serie, die Serie Dark Souls oder auf... Genau, bezieht sich das auf uns oder bezieht es sich auf Dark Souls? Ich könnte beides verstehen. Er könnte beides wahrscheinlich nicht verstehen. So, diesmal habe ich die Viecher aber nicht angelockt. So, jetzt nochmal strategisch. Einen nochmal anlocken. Ich habe bestimmt wieder den anderen angelockt. Nee? Okay. Wo ist er? Da ist er. Ja, schneiden, das bezieht sich auf Dark Souls. Verdammt, das sind ja doch wieder beide. Ach nee, das ist der Tote. Toll, das wird nix. Komm zurück. Größte Fehler, den man bei denen machen kann, ist mit dem Schild abwehren. Da rasen die einfach gegen und machen einen fertig. So lange, bis man keine Stamina mehr hat und dann ist man tot. Oh nein, ich bin schon wieder drauf angefallen. Warte mal, habe ich dir überhaupt den Controller gegeben? Oh, sorry, habe ich tatsächlich im Hitze des Gefechts nicht dran gedacht. Keine Sorge, dann bist du jetzt zweimal dran. Ich hasse es so sehr. Gott, wie ich es hasse. Crazy Memphis 84 hat übrigens 900 Stunden Dark Souls auf dem Konto. Beim ersten Teil. Scheiße, wo bist du überhaupt lang? Durch das Tor geradeaus. Und dann, durch das Tor geradeaus und dann links die Treppe hoch. Jetzt links. Also ja, relativ links. Da hinten diese Treppe da. Und dann hier da hoch. Und dann nach, genau hier geradeaus. Jetzt da runter. Und dann, genau, die Leiter. Dann einfach sterben. Und dann möglichst die Seelen einsammeln, bevor du stirbst, wenn das noch hinhaut. Du weißt schon, dass das den Drachenjagen ist, wie in South Park. Wir werden diese Seelen nie wiedersehen. Da sind sie. Was? Ah, fuck, wo kamen die denn her? Kannst du auch versuchen, durchzurennen. Ich weiß ja nicht, wo sie sich langdrehen. Ich will mich hier verstecken. Ah, es sind zwei. Das sind sogar drei oder vier. Ah, das kannst du ja nicht gewinnen. Siehst du, du jagst einen Drachen nach. Das funktioniert nicht. Es funktioniert hinten und vorne nicht. Das ist ein ausgegorenes Spiel.
Crazy Memphis 84. Er ist kein Dark Souls-Experte und befindet sich jetzt in der Phase des Ich hasse alles, das Spiel ist unfair. Ich hasse nur, ja nicht alles. Ich finde das Spiel in meinem Leben toll, nur das Spiel, das ist das mieseste Game, was ich je gespielt habe. Siehst du, was ich meine? Vom Eingang aus geradeaus auf der rechten Seite befindet sich ein Schalter. Ja, da wollen wir dann hin, nachdem wir dieses Gebiet einigermaßen geklärt haben. Wenn ich durchrushen würde, wo müsste ich langlaufen? In der Mitte des Raumes, ich bin mir nicht genau sicher, warte mal, was sagt er? Vom Eingang aus geradeaus auf der rechten Seite. Bevor du jetzt, irgendwo da ist ein Schalter. Aber das sind auch noch unsere Seelen. Zeit wegzurennen! Das denn? So viel zu den Seelen. Du kannst. Das ist ja voll der Schwarm. Ja, das war's. 10.000 Seelen. Ein Glück sind wir. Und da wundern sich Leute echt noch, warum in der Realität Menschen Amok laufen, bei denen man sowas findet zu Hause. Kann ich nachvollziehen. Nee, das sind mehr so Shooter. Und sowas. Ich glaube, weiß ich nicht, hat man bei einem Amokläufer schon mal Dark Souls gefunden? Schreibt es in die Comments! Stimmt. Recherchiert für uns! Du findest das witzig oder entertained, da ich das Spiel hasse, oder? Dabei ist das gar nicht witzig und entertained gemeint. Und ich hasse es wirklich. Ich glaub dir, dass du das hast, aber ich muss ja jetzt trotzdem einigermaßen optimistisch rüberkommen für die Show. Hab ich jetzt einen anderen Lockdown? Nicht, ja, hab ich. Aua! Aua! Nein, keine Sorge, ich sterbe jetzt nicht. Diesmal geht alles nach Plan. Wirst sehen. Verdammt, ich fahre auch mal wieder drauf. Einer ist, glaube ich, noch da. Ja, da ist er. Oh, das geht nicht. Oh nein, da ist ja noch einer. Oh, oh shit. Nein, ich hatte es fast geschafft. Fast geschafft, es war noch einer übrig. Glaube ich, wahrscheinlich sind da noch mehr. Ich glaube, wir sind mit der Folge durch. Ihr werdet dann sehen, ob wir diese Serie noch fortsetzen beim nächsten Mal. Wenn keine neuen Folgen mehr kommen, dann spiele ich es entweder alleine weiter oder ich stampf's ganz ein. Werden wir dann sehen. Bis mal. Ja, erstmal nach dem Abendbrot jetzt nochmal. Ja, bist du dir da sicher? Ja, hatte ich dir ja versprochen. Ja. Und ich jetzt ein bisschen. Ich sage. Wir uns jetzt aus. Ich sage doch auf Sendung. Fuck. Ich sage vorsichtshalber bis mal. Bis dann.